Wir sind am Ende unserer Serie angekommen und möchten uns an dieser Stelle herzlich bedanken für die vielen positiven Rückmeldungen. Wir hoffen, dass es interessant war für euch und auch wir fanden es sehr spannend, uns intensiv mit diesen Inschriften zu befassen. Die Ergebnisse werden wir zukünftig auch den Gästen in der Dokumentation über Salzburg zur Verfügung stellen. Denn im Zuge der Neukonzeption unserer Dauerausstellung werden wir einzelne Inschriften im Bunker auf Tafeln hervorheben und ihre Hintergründe beleuchten. Denn die Frage, warum sich Menschen hier in die Wände einschreiben, die hat uns schon länger beschäftigt. Und wir haben im Zuge der Vorbereitung auch Kontakt aufgenommen mit Personen, die wir identifizieren konnten. So hat uns zum Beispiel ein ehemaliger US-Soldat, der anonym bleiben möchte, gesagt, auf die Frage hin, warum haben sie das gemacht, er wolle Teil der Geschichte hier werden. Andere haben uns erzählt, dass es eher eine spontane Idee, ein Spaß war. So auch ein Einheimischer, der sich beim Berchtesgadener Anzeiger gemeldet hat. Sein Name stand bei den Inschriften, die mit einer Fackel an die Decke gemacht wurden, die wir euch in Clip Nummer 4 gezeigt haben. Er hat erzählt, dass er 1966 zum ersten Mal überhaupt in diesem Bunker war und dass er damals sehr aufgeregt gewesen sei und dass die ganze Gruppe sehr viel Unfug gemacht habe. Er konnte sich zwar nicht mehr ganz erinnern, wie es dann zu diesen Inschriften kam, hat aber betont, dass das Hakenkreuz, das wir dort auch gefunden haben, nicht von ihm stammt. Und auch wir können heute freilich nicht mehr feststellen, wer aus dieser Gruppe von Namen, die wir dort gefunden haben, das NS-Symbol angebracht hat. Während wir also manche Fragen klären konnten, bleiben andere unbeantwortet. So etwa die Frage in Clip Nummer 8, wer ist denn eigentlich Lastislav? Wir bleiben aber auch bei diesem Thema dran. Wenn ihr euch nochmal mit Inschriften intensiv beschäftigen wollt, dann empfehlen wir euch das NS-Doku-Zentrum in Köln und die Gedenkstätte in der Leistivkow-Straße in Potsdam. Denn beide haben sich mit Inschriften an ihren Orten sehr intensiv auseinandergesetzt. Wir planen bereits unsere nächste Serie und hoffen natürlich, dass ihr auch da wieder mit dabei seid.